Ich bin heute in Berlin-Wedding und heute gibt es eine Demonstration von der Identitären Bewegung. Es ist eine Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und was mich heute interessieren würde, warum sind die Leute heute hier in Wedding? Also ich rede nicht mit euch. Würde jemand von der Gruppe mit uns sprechen? Gehen Sie mal bitte wieder raus aus der Demo. Wieso? Weil Sie außerhalb der Demo filmen sollen. Sollen bitte außerhalb der Demo filmen. Wer sagt das? Warum sind Sie heute dabei? Ich will mein Vaterland erhalten. Wir wollen, dass jedes Land, jede Kultur, jedes Volk wieder in seine ursprüngliche Heimat zurückkehrt, so wie wir hier alle Deutsche sind. Wir repräsentieren es mit unserem Äußeren, mit unseren Werten, mit unserer Mentalität, mit unserer Kultur. Mich stört diese Islamisierung und die Untermischung und dass das Volk immer mehr in Vergessenheit gerät. Weil ich mich als Frau mittlerweile in Deutschland bedroht fühle, weil wir lauter islamische Zuwanderer haben, die aus einem patriarchalen Gesellschaftssystem kommen. Der Deutsche, wenn er nicht mit anderen zusammen war, ist blond, ist hell, ist zum Teil blauäugig. So wie ich. So wie Sie. Bin ich für Sie deutsch? Sie sind ein Mensch, der in der Mentalität, in der Religion deutsch sein könnte. Sie können jedoch nie ideal integriert sein. Sie könnten fast ein Deutscher sein. Fast. Fast. Wir sind keine Nazis, wir sind Patrioten. Ja, jetzt gehe ich auf die Straße, um hier gegen die ganze Scheiße zu demonstrieren. Aber deswegen bin ich ein Rechtsradikal, ich bin kein Rechtsextremist und ich bin bestimmt kein Nazi, wie ich auch bestimmt wäre, oder? Wir sind keine rechte Bewegung, wir sind realistisch. Wir betrachten die Welt realistisch. Was denken Sie, warum haben Sie sich hier für den Wedding entschieden? Um bewusst zu provozieren. Wohin wollt ihr mich abschieben? Wohin? So viele Aschen sind verbrannt. Nachdem ich heute mit den Menschen gesprochen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich bei einer Pegida-Demonstration bin. Der Unterschied ist, dass die Leute hier jünger waren. Auffällig ist, dass die Demonstranten sich immer sehr distanziert haben von Rechtsextremismus und Rechtsradikal. Für mich waren die Demonstranten heute islamophob, ausländerfeindlich und rassistisch.